Sobald du den Namen Bernhard hörst, kriegst du große Augen. Also beruhige dich mal wieder. Ich gehe mit einem alten Freund essen, das ist alles. Tja, nur dass ihr bald öfter miteinander ausgeht, als wir in all den Jahren. Angefangen hat alles damit, dass Tanja den Tod von Ikarus verschuldet hat. Ich habe lediglich versucht, Herrn Kajimoto ein anderes Pferd anzubieten. Henning, warum erzählst du das alles? Ich habe Herrn Kajimoto ein anderes Pferd angeboten. Tanja hat mir natürlich verschwiegen, dass dieses Pferd nur die Hälfte wert war. Das ist eine unverschämte Lüge. Du glaubst ihr mehr als mir? Das ist keine Glaubensfrage. Wenn du mir nicht mehr vertraust, dann habe ich hier wirklich nichts mehr verloren. Schau her. Flobran, das ist Florians Username. Er hängt auch im WorldNet. So ein Arsch. Bleib hier heute Nacht. Bitte. Bernhard, ich... Was hast du? Hab ich was falsch gemacht? Nein. Du wolltest doch auch, oder? Verzeih mir. Muss ich unbedingt kennenlernen, Yolanda. Urgent. Woher weißt du das? Woher ich das weiß? Aki hat's mir erzählt. Er hat mir eine kleine Nachhilfestunde in Sachen WorldNet gegeben. Dieser Idiot. Du denkst immer noch an sie! Anna. Ich habe gesehen, dass du mit ihr online warst. Online, online? Was verstehst du schon davon? Ja, genug, um zu kapieren, was zwischen euch beiden abläuft. Da läuft nichts. Ich find's einfach spannend, auf diese Art mit jemandem zu quatschen. Klar, und deswegen musst du natürlich auch gleich ein Date ausmachen. Das ist wie mit einer Brieffreundin. Die will man doch auch mal kennenlernen. Und dann? Anna, du brauchst keine Angst zu haben. Diese Yolanda ist für mich wie eine Figur aus einem Computerspiel. Das ist alles. Und seit wann kann man sich mit einer Computerfigur verabreden? Ich hätte nicht mit hierher kommen sollen. Warum bist du dann mitgekommen? Ich bin gern mit dir zusammen. Ich kann nicht. Wegen Arno. Ich dachte, du liebst ihn nicht mehr. Das habe ich auch geglaubt. Bist du mir jetzt böse? Nein, ich bin dir nicht böse. Schon gut. Sicher? Ja, sicher. Komm. Ich bring dich nach Hause. Danke. Ah, guten Tag, Frau Koch. Guten Tag, Herr Dr. Renz. Das Medikament, das mir sein ehemaliger Arzt empfohlen hat, schlägt gut an. Heißt das, es geht ihm jetzt besser? Letzte Nacht haben wir sogar das Beruhigungsmittel abgesetzt. Und was bekommt er jetzt noch? Nur noch ein Neuroleptikum. Sagt mir nichts. Das ist ein Mittel, das die Symptome seiner Schizophrenie dämpft. Sein fester Schlaf ist schon mal ein gutes Zeichen. Er sieht ja eigentlich ganz glücklich aus. Er spürt, dass Sie hier sind. Guten Morgen. Morgen, Florian. Was machst du denn hier? Ich habe nur gerade ein paar Klamotten rausgeholt. Da dachte ich, schaust du mal rein und guckst, wie es deinem kleinen Bruder geht. Was ist los? Gibt's Stress? Wie kommst du denn darauf? Ach, du hast doch immer Stress. Los, erzähl schon. Was ist es diesmal? Ich habe dir doch erzählt, dass ich mich öfters mal ins WorldNet einklinke. Ah, Computer, Computer. Ich habe davon keine Ahnung. Es geht doch nicht um Computer. Es geht um Mädels. Ich habe da jemand kennengelernt. Yolanda.
Yolanda. Mann, du bist blöd. Das ist doch bloß ihr Codename. In Wirklichkeit heißt sie Maren. Und sie ist echt cool drauf. Ich habe mich super mit ihr unterhalten und so. Und jetzt willst du wissen, wie sie aussieht? Das weiß ich schon. Woher? Von einem Foto. Aber ich würde mich gerne mal richtig mit ihr unterhalten. Kannst du es verstehen? Ja, ich schon, aber um mich geht's ja nicht. Was sagt denn Anna dazu? Ach, klugscheißen. Anna denkt im Ernst, ich will was mit dieser Maren anfangen. Naja, so ganz falsch liegt sie ja wirklich nicht. Na eben nicht. Anna ist mir doch viel wichtiger. Lass die Finger von dem Mädel, lass sie im Worldnet. Sonst tanzt sie noch eines Tages hier an und du wirst nicht mehr los. Du hast weder Ahnung von Computern noch von Mädels. Aki, was machst du noch hier? Guck mal auf die Uhr. Kein Bock heute. Hey, was ist los? Ja, was denn? Ich habe Anna gezeigt, wie Worldnet funktioniert. Ja, ist doch toll. Wo liegt das Problem? Ich habe sie gezeigt in dem Moment, als Florian mit seiner Worldnet-Tusse rumgequatscht hat. Und Anna hat alles gesehen. Hast du gewusst, dass Florian in dem Moment im Worldnet war? Nein. Gewusst nicht. Aber vermutet. Ich wollte ihr bloß zeigen, wie es funktioniert. Ich dachte, ich könnte Anna irgendeinen heißen Mann in Miami... Ach, ich weiß ganz genau, was du gedacht hast. Anna tut mir leid. Sie hat das nicht verdient. Alte Liebe. Quatsch. Das ist kein Quatsch. Es hat dich wieder voll erwischt. Ich hätte eh keine Chance. Das glaube ich auch. Er behandelt sie so mies und weiß ganz genau, dass ihm nichts passieren kann. Wie wär's, wenn du dich entschuldigst? Ach nee, nicht schon wieder. Ja, und dann sagst du ihm deine Meinung darüber, das, was er mit Anna macht. Ein bisschen viel auf einmal. Ach, das schaffst du schon. Du hast schon ganz andere Dinge wieder hingekriegt. Trotzdem, ein bisschen viel auf einmal. Erst ein gutes Frühstück, dann ein paar lächerliche Fototermine und dann den ganzen Nachmittag frei. Jan war gerade hier. Er hat ein paar Klamotten abgeholt. Ohne Hallo zu sagen? Klasse. Wo steckt denn Arno? Der ist schon früh ins Büro. Auch klasse. Aha. War's schön? Bernhard hatte wohl viel zu erzählen. Ich möchte jetzt bitte in aller Ruhe frühstücken. Ja, das kannst du doch auch. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ich hab's auch gar nicht so gemeint. Ich meine, man kann natürlich erzählen, was man so gemacht hat. Man muss es aber nicht. Nein, das hab ich ja auch nicht vor. Macht ihr ja auch nicht. Es ist eben nicht mehr so wie früher. Unternehme auch mal was ohne Papa. Ja, schon, aber... Wenn Papa es nicht verkraftet, dass ich mich mit alten Freunden treffe, dann ist das sein Problem. Ich habe einfach nur gedacht, dass du und Papa... Und was soll's? Was, dass ich und Papa? Naja, ich habe gedacht, dass ihr euch jetzt wieder besser versteht, nachdem du zurück bist. Jetzt bist du enttäuscht, dass ich Papa auch mal alleine lasse. Irgendwie schon. Dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Papa und ich werden in Zukunft wieder mehr zusammen sein. Aha. Ja, stell dir vor, ich habe ihn immer noch lieb. Ach, so ist das. Na, das Problem kennt ihr doch bestens, oder? Das kann man wohl sagen. Hallo. Susanne. Ja, für dich. Oh, danke. Hast du irgendwo eine Vase? Nee, leg sie einfach auf den Tisch. Und, wie geht's dir? Schon viel besser. Ich habe auch mit dem Arzt gesprochen, der meint auch, es geht mit dir bergauf. Du, ich muss dir was erklären. Ach komm, das geht auch später. Du musst jetzt schon. Nein, ich muss dir was erklären, und zwar... wie alles angefangen hat. Ist mir wichtig. Weißt du, es hat alles damit begonnen, als
Julia mir gesagt hat, dass sie mich verlassen will. Ich war fix und fertig. Ich habe mir echt eingebildet, dass ich nicht gut genug für sie bin. Aber Alex, das mit Julia, das war doch nichts Ernsthaftes, oder? Doch, Susanne. Das war's. Julia ist einfach alles für mich. Wirklich alles. Ah ja. Weißt du, jedes Mal, wenn ich aufwache, stelle ich mir vor, dass sie jetzt vor mir steht. Geht's dir nicht gut? Was ist denn? Ach, es wegen Florian. Schon wieder Stress? Er hat eine andere. Flo? Ja, er hat sie über den Computer kennengelernt. Seit Wochen schreiben sie sich schon irgendwelche Briefe über dieses Netz. Und jetzt will er sie auch noch persönlich kennenlernen. Aha. Na ja, ist ja okay, wenn man schon so viel voneinander weiß. Ja, aber er ist völlig hin und weg von ihr. Dauernd wartet er auf irgendwelche Nachrichten. Hm, ist bestimmt recht spannend. Oh, du verstehst mich nicht. Er hat sogar schon ein Foto von ihr. Und sie sieht verdammt gut aus. Meinst du, er ist in sie verliebt? Weiß nicht. Ich meine, jetzt ist es erst eine Idee, aber wenn er sie trifft, will er von dir nichts mehr wissen. Quatsch, das glaube ich nicht. Du hast ihr Foto nicht gesehen. Mach dir mal keine Sorgen. Die kann doch so gut aussehen, wie sie will. Gegen dich kommt sie sowieso nicht an. Aber wenn du ihm weiterhin verbietest, sie kennenzulernen, wird seine Idee nur größer. Ich habe mich gefühlt, als würde ich in ein Riesenloch fallen. Alles war total dunkel. Und ich fiel tiefer und immer tiefer. Ich habe mir echt eingebildet, ich komme da nie wieder raus. Alex, wenn es dir schwerfällt, dann können wir auch morgen. Ich habe echt geglaubt, ich komme da nie wieder raus. Ich dachte, wenn Julia weg ist, dann hat alles überhaupt keinen Sinn mehr. Alles, was ich mache, ist umsonst. Und was empfinden Sie jetzt? Haben Sie das Gefühl, Sie sind über diesen Schmerz hinweg? Ich weiß nicht. Irgendwie schon, ja. Aber irgendwie auch nicht. Es steckt halt alles noch in mir drin. Alles, was ich mit Silke erlebt habe, das macht mich immer noch fix und fertig. Sie meinen, was Sie mit Julia erlebt haben? Hm? Julia? Wieso Julia? Silke natürlich. Nein, du hast doch gerade gesagt, wenn Julia weg ist, dann... Nein, ich habe von Silke gesprochen. Als Silke weg war, da hatte alles keinen Sinn mehr. Warum bloß? Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum nur? Haben Sie das gehört? Er hat vielleicht den Namen verwechselt, das kommt in solchen Fällen. Aber er hat doch in den Tagebüchern immer von einer S geschrieben. Vielleicht ist diese Silke gemeint. Das könnte durchaus sein. Hallo, Arno. Hallo. Gefällt's dir? Du bist der Erste, der es sieht. Muss ein toller Abend gewesen sein. Arno, mir ist einiges klar geworden. Ach, jetzt mach doch nicht so ein beleidigtes Gesicht. Ja, es ist spät gestern Abend geworden. Klar, hast ja was Wichtiges vorgehabt. Vor allen Dingen, wenn Bernhard einem dabei noch tief in die Augen schaut. Sag mal, hältst du mich eigentlich für so dumm? Arno, wovon redest du? Nachts kommst du spät nach Hause, morgens gehst du mir aus dem Weg, das sagt doch alles. Du verdächtigst mich? Mich wundert nur, dass dir nichts Besseres einfällt, um es mir heimzuzahlen. Heimzahlen? Ja, heimzahlen. Und du weißt ganz genau, was ich meine. Du glaubst also, dass ich...
Naja. Kennen Sie eigentlich diese Silke? Ich habe den Namen zum ersten Mal gehört. Es hört sich so an, als habe sie ihn verlassen. Bei manchen Menschen löst das einen starken Schock aus. Als ich Alex kennengelernt habe, habe ich davon aber nichts gemerkt. Er hat es verdrängt. Deshalb hat er wahrscheinlich in seinen Tagebüchern immer nur ein Kürzel benutzt. Warum verwechselt er Silke mit Julia? Eine Projektion des alten Konflikts. Um ihm helfen zu können, bräuchten wir mehr Informationen. Könnten Sie nicht versuchen, etwas über diese Silke herauszufinden? Ich glaube nicht, dass ich die Richtige dafür bin. Ich glaube schon. Er vertraut Ihnen. Lassen Sie ihn nicht im Stich. Können Sie mal kurz zwischenlanden? Muss das jetzt sein? Ja, verdammt noch mal. Ich höre. Florian, tut mir leid, war echt scheiße von mir, das mit Anna. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Passiert dir das öfter, dass du nicht weißt, was du machst? Ha, ha, ha. Aber gib zu, die Sache mit Yolanda war auch nicht ganz korrekt von mir. Sie heißt nicht Yolanda, sie heißt Maren. Ja, ich weiß, aber wie du Anna in die Sache... Ach komm, hör auf, ich weiß, was jetzt kommt. Aber stimmt doch. Klar, stimmt. Na, dann sind wir uns einig. Hey, das war doch nie ein Problem mit dir. Nee, nicht wirklich. Hey, ihr seid ja richtig cool drauf. Na, ich muss los, wir sehen uns. Du bist ja nicht gekommen, um gleich wieder zu gehen, oder? Hey, Mission erfolgreich beendet. Sorry. Tschüss. Hat er was? Ach, nur das Übliche. Florian, ich muss dir was sagen. Ich muss dir auch was sagen. Ich werde mich nicht mit Maren treffen. Maren? Ja, so heißt Yolanda richtig. Vergessen wir das Ganze einfach, ja? Ach, Unsinn, Florian. Natürlich fährst du zu ihr. Sie geht dir ja sowieso nicht aus dem Kopf. Ich brauch sie nicht zu sehen. Ich bin wirklich glücklich mit dir. Vielleicht bist du ja mit ihr noch glücklicher. Nee, jetzt halt mal einen Ball flach. Komm, jetzt fahr einfach hin. Hast du das wirklich gut überlegt? Nee. So, und jetzt häng dich an deinen Computer und sag dieser Maren, dass du kommst. Das Tier soll einer schlau werden. Hallo, ihr beiden. Wenn ich eure gute Laune verderbe, dann sagt mir doch bitte Bescheid, ja? In letzter Zeit haben sich einige Dinge auf Friedenau ereignet. Leider keine angenehmen. Also, keine wirklichen Veränderungen. Wart's ab. Es geht um Tanja und darum, dass sie krumme Geschäfte gemacht hat. Aber ich habe ihr auf die Finger geschaut. Jan ist der ganzen Sache nachgegangen und gestern Abend ist die Bombe geplatzt. Und das Schlimme dabei ist, Henning steckt mit ihr unter einer Decke. Henning? Mhm. Tanja hat für ihn die Prüfungsfragen für die Klausuren besorgt. Auch den Vortrag, den er vor Studenten gehalten hat. Das ganze Studium, eine einzige Lüge. Wo ist Tanja jetzt? Christoph hat sie gefeuert. Hast du Henning auch gefeuert? Der ist nun ganz allein gegangen. Zu Clarissa. Wohin sonst? Statt mir die Stirn zu bieten, spielt er den Beleidigten und weint sich bei seiner Mutter aus. Naja, da wäre ich ja zu gern dabei gewesen. Und Tanjas Gesicht hätte ich gerne gesehen. Manchmal dachte ich ja, sie hätte dich auch schon um den Finger gewickelt. Na, geht's dir besser? Ja, schon viel besser. Ich habe ein paar Stunden geschlafen, das hat mir wirklich gut getan. Und dir? Wie geht's dir? Gut. Und zu Hause? Alles bestens. Und im Büro? Läuft die Arbeit auch ohne mich? Die Maurer fragen nach dir. Ui. Ja, sag ihnen einfach, ich bin mal kurz nach Südamerika für unser nächstes Großprojekt. Alex, was ich dich fragen wollte, wer ist eigentlich Silke? Wen meinst du? Silke, du hast vorhin von ihr gesprochen. Ja, wenn du jetzt nicht drüber sprechen willst, okay. Nein, nein, ganz im Gegenteil.
Ich bin sogar sehr froh, wenn ich darüber sprechen kann. Wie soll ich damit anfangen? Silke. Silke war meine ganz große Liebe. Sie ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Gibst du mir bitte mal die Milch? Ja. Danke. Hallo zusammen. Hallo. Musst du nicht arbeiten? Nee, ich habe heute Nachmittag frei. Ah. Ich war gerade in Friedenau. Und? Gibt's was Neues? Oh, viel zu viel. Wenn ich da jetzt anfange zu erzählen, sitzen wir morgen noch hier. Übrigens, vielen Dank für deinen Tipp. Ich habe mit Florian geredet. Und, alles okay? Ja. Er müsste jetzt schon in Wuppertal sein. In Wuppertal? Was will er denn da? Tag allerseits. Hallo. Ich muss noch ein Deutschreferat machen. Bis später. Möchtest du Kaffee? Nein, danke. Das geht mich ja nichts an, aber ich finde, du solltest mal mit ihm reden. So, meinst du? Und worüber? Über Bernhard. Das haben wir schon hinter uns. Und, was ist dabei rausgekommen? Nichts. Außer, dass er wahnsinnig eifersüchtig ist auf Bernhard. Das ist völlig absurd. Das hat er so gesagt? Nein, aber so gemeint. Es ist wirklich unglaublich. Was bildet er sich eigentlich ein nach allem, was er sich geleistet hat? Und ich biete ihm ja auch noch freundlich Kaffee an. Bin ich eigentlich wahnsinnig? Ihn doch. Nein, ich kenne ihn eben nicht. Wenn ich gestern Abend gewusst hätte, dass er mir heute sowas an den Kopf wirft, dann... Was dann? Ach, nichts. Soll ich dir was mitbringen? Okay, aber dann hängst du mir auch die Wäsche auf.